Ich bin hier in Jordanien, am Berg Nebo. Hier ist einst Mose gestanden, so erzählt die Bibel. Nachdem er und sein Volk aus der Sklavenschaft Israels befreit wurde, haben sie eine lange Wanderung durch die Wüste gemacht und sind hier heraufgekommen. In der Bibel heißt es, Gott hat dann zu Mose gesprochen, schau rüber, das Land Kanaan, das gebe ich deinem Volk Israel. Mose musste hier sterben, doch sein Volk ist hinübergezogen. Inzwischen sind über 3000 Jahre vergangen. Heute leben dort Nachkommen des Mose, Juden, und Palästinenser sind dort. Leider gibt es dort keinen Frieden in diesem Land. Erst in diesen Tagen hat es wieder militärische Konflikte gegeben zwischen Palästinensern und Israelis. Ich wünsche auch den Palästinensern und den Juden dort, dass sie dort Lebensraum haben in diesem Land und dass es dort gerechte Verhältnisse gibt. Und vor allem bin ich überzeugt, was Gott den Juden und allen Menschen schenken möchte, das ist nicht zuerst ein Stück Land, ein Stück Erde, sondern den Frieden, der von Gott kommt. Und ich glaube, dass Jesus uns zu diesem Frieden führen kann, uns in das Land des Friedens führen kann. Denn ich bin überzeugt, Jesus zeigt uns den wahren Gott Israels, den Gott, der die Liebe ist, den Gott, der der Friede ist.